Also, heute fahren wir's live. Die Zauberbahn, genau. Weg ist alles. So, ja, heute fahren wir's live. Wir haben auch schon mal das andere Spiel hier, Farmers Father, gespielt, was man da unten links sieht. Und eigentlich soll es keine Zusammenhänge geben mit dem Spiel, aber ich sehe gerade, see what happened to Casimir's parents. Also, sozusagen, meine Parents sind, glaube ich, schon längst weg. Das war sozusagen die Vorgeschichte. Und jetzt zum Beispiel spiele ich so das eigentliche Spiel, Farmers Life. Und was mich da erwartet, keine Ahnung. Aber wir werden sehen. Wir gucken mal. Ne? So, natürlich erstmal wieder Settings. Wir müssen alles einstellen. Auf jeden Fall erstmal Audio. Oh, jetzt gibt es natürlich wieder keine Musik, die ich ausstellen kann. Das ist schade. Mal Frosting, Fullscreen, very high. So, gucken wir mal. Low Post Requesten. Mal schauen hier. Oh, Distance Brightness, okay. Audio, kann man nichts einstellen, schade. Detect Controllers, okay. Das ist alles so. Game, Language. Na, ich hoffe doch Deutsch. Jawohl, es gibt Deutsch. Okay, schweigender Protagonist, nö. Automatische Aufzeichnung, was ist das? Automatische Aufzeichnung. Autosave. Ah, sein Protagonist, Game Error. FPS Counter. Okay. Also manchmal. Nein. Das Spiels FPS ja Sichtfeld. Okay, gut. Alles klar. Mehr ist also nicht. Gut. Ich hoffe nur, dass das nicht geclaimed wird. Aber ich glaube, wir müssen den Ton runterstellen. Oder? Ja, sollte passen. Wenn es nicht stört, machen wir immer noch runter. So. Okay, wir starten einfach. Neues Spiel. Zack, rin. Wir gucken mal. Tutorial. Oh. Manchmal wird der Zeitablauf oder das Verderben von Produkten ändern können, aber du hast keine Steamer-Folge erhalten. Deine Kunden deines Spiels kennen, während du einige ausgewählte Tage von Casimirs Leben miterlebst. Ich glaube, wir machen einfach mal das Tutorial mit. Auf geht's. Ich bin gespannt. Ich habe schon so oft gesehen und auch gelesen, es soll wohl sehr verrückt sein, aber auch sehr gut. Wir werden sehen. Mai 1955, okay. Der labert natürlich nur Mist, ne? Er versteht einfach kein Wort, was er labert. Oh ja, das ist die Farm wirklich aus dem Spiel. Alles klar. Willkommen bei Farmers Life. Vor dir liegen einige ausgewählte Tage aus dem Leben von Casimir. Überlebe sie und ich erwarte noch mehr in der Vollversion. Unser Protagonist hat eine sehr harte Nacht und erinnert sich nicht an viel. Hilf ihm, das in den Griff zu bekommen. Okay. Okay, ich mach den, glaube ich, doch stumm. Also, sehr schlimm. Dieses Genuschel, Junge, das hätten sich auch sparen können. Okay, so, umschauen, ja, okay. WASD. Alles klar, Shift ist Rennen. Okay, keine Füße. Aber ja, das ist tatsächlich 1 und 1
dieselbe Map, außer dass die andere Map Schnee war. Tatsächlich. Krass. Hier liegen sogar noch die Holzbalken und sowas alles. Das ist echt krass. Aber gut, warum nicht, ja? Ich meine, das Spiel war zuerst da. Das andere Spiel haben sie danach erst gemacht. Ja, wie gesagt, warum nicht? Ist ja auch egal. Solange das Gameplay, alles passt, schleiche einen Moment lange leise herum. Okay. Tierische sind noch nicht hungrig. Fettheit 0%. Drücke Z, um mit den Augen des Bauern zu sehen. Aha. Okay. Links gibt es 9 Stücke zu holen. Da hinten so ein Herzchen tätowiert drauf. Krass. Okay, mit E. Es sind auch dieselben Stöcker. Okay. Tab. Okay, aber es ist schon mal nicht dasselbe Inventar. Okay, da haben sie also schon mal was. Hat sich schon was geändert. Bauermarkt. Okay, warte hier. Okay. Fruchtbarkeit des Bodens. Okay. Interessant. Ja, fertig. Das Feld ist gesäuert. Die Stute hat sich nicht wehgetan und das Pflügen war viel einfacher als was. Dorsche bringt mir was zu essen. Unten links ist Ernährung. Okay. Stille Kasimirs Hunger. Ah, hier. Ich soll jetzt den Schwein folgen. Alles klar. Ja, wir essen jetzt schöne Äpfel. Aber bis ich voll bin, ist lecker, lecker, lecker. So. Wasserversorgung. Okay. Führt das Pferd zum Flug. Okay. Ah, hier. Tritt, fahre. Setze eine Kopfbedeckung auf. Ah, habe ich leider nicht. Okay. Gib einen Namen, fahre. Jetzt. Ja, ich reite das Schwein. Kann man nicht irgendwie Dings verändern? Ich will das unbedingt wissen. Warte mal, Controls. Controller, warte mal. Das Laufen, Schleichen, Rotation. Und da. Augen des Bauern, Z. Also Funktion Turbo, Zoom, benutze schon aus der Hand. Okay. Schade. Also eigentlich war doch, es gab mal ein Bild, da hat man das gesehen, wie er auf das Ding reitet. Okay. Na gut, dann reite ich eben nicht mehr. So. Okay, öffnen. Wo ist denn das Pferd? Hallo Pferdchen. Führe das Pferd zum Flug. Na komm mit. Augen des Bauern. Okay, wo ist denn der Flug? Wo ist der Flug? Nee, da ist er nicht. Der muss ja hier irgendwo sein. Ah, da hinten ist der Flug. Okay. Gut, dann kommen wir raus. Ja, aufzuführen. Okay. Tritt. Aufzuführen, fahr, sonst ein Kopfbedecker, okay. Oh, ich kann nicht reiten. Das Tür in die Box führen, nicht in die Box reiten, alles klar, okay. Na, dann komm mal mit. Fahr mit meinem Pferdchen. Hier muss auch dringend mal aufgeräumt werden. Wo war denn der jetzt? Ach, der liegt da.
Da liegt der Flug. Knackt alles. Spanne das Pferd ein. Ah, okay. Cool. Sei froh, dass das Feld so klein ist. Okay, beginnt zu flügen. Lasse, beende. Okay. Ich kann auch echt nicht rauszoomen, ne? Ah, mit der Maus hast du es auch. Der Sinn, okay. Gut, dann fliegen wir mal das Feld. Sieht aber interessant aus hier, was die hier machen. So, zack. Okay. Na dann, los geht's. Mit E. Klappt ja ganz gut. Oha, der macht gleich alles. Was? Ein bisschen umständlich, aber... Okay, aber sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Was ist da passiert? So. Zack. Also, musste man das früher machen, ne? Die alten Bauern. Das früher mit so einem Pferd machen. Ja, das sieht ja toll aus, was ich hier mache. Oh weia. Also ein bisschen schräg, aber egal. Ich muss das ja irgendwie wieder ausgleichen hier. Das fällt 91% schon, okay. Aber ich muss das gar nicht so genau machen. Toll. Ich gebe mir so eine Mühe. Okay, beende das Flügen. Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Hätte F, um alle von ihnen zu sehen, und wähle die, die du willst. Hä? Die. Okay, beende das Fliegen mit Hilfe des Radialmenüs. Beenden. Ah, okay. Hier integrieren das Fliegen genauso wie die Dings. Bring das Pferd zurück zum Stall. Okay. Ich werde noch leben. 36 Monate. Oh, oh. Du hast aber nicht mehr viel Zeit. Ja, dann komm mit. So. Dann geh mal da rein. Super. Das klappt ja super. Geh ins Haus und finde das Bett. Bin jetzt schon erschöpft, okay? Alles klar. Das ist exakt dasselbe Haus, ey. Obwohl, nee, das ein, da hier stand das Bett in der Mitte. Ey, was ist jetzt los? Das Schweinchen. Das legt sich auch damit hin. Aber ansonsten, ja, hier ist sonst alles gleiche. Na ja, gut. Okay, dann schlafen wir jetzt mal. Wie lange möchtest du schlafen? Eine Stunde. Ja, einfach schlafen. Juni 1955. Sammeln das ganze Gras vom Haufen unter der Scheune auf. Okay, leg das Gras nahe den Komposthaufen auf den Boden. Wo denn? Ach, hier hin. Hier rein, okay.
aus Grasschnitt, Hafer oder Weizen Dünger herzustellen. Okay. Das stellt so ein Heu auf, in dem du ihn aus deinem Inventar auf den Boden ziehst und ihn dann mit deiner Mistgabel in die Kompostkiste wirfst. Eine Eimer, die du in der Hand hältst, kannst du Kompost aus dem Kompost entnehmen und auf den Boden verteilen, was die Fruchtbarkeit dieser Fläche erhöht. Alles klar. Verstehe. Lege das Gras nahe den Kompost rein. Brauch zuerst einen leeren Eimer. Ja, doch. Jetzt irgendwie hier hinlegen. Ja, mache ich. Habe ich jetzt gemacht. Und jetzt nimm die Mistgabel, auf die Flauschi zeigt. Ja. Das ist eine kleine Mistgabel. Das heutige Getreide zusammen rechnen, drücke die Leerste, um das Ding abzulegen. Du kannst die Heugabel auch verwenden, um Lebewesen anzugreifen. Okay. Und mit Hilfe einer Gabel kann man Heu auf den Wagen laden oder geschnittenes Gras auf den Trockenständer werfen. Okay. Hier das gesamte Gras mit Hilfe einer Gabel in den Kompostbehälter. Okay. Alles ist geklappt mit Leertaste, ja. Alles klar. So geht das. Oha. Warum liegt hier so viel Scheiße? Wo ist denn der Misthaufen? Hier? Ah. Hier ist der Misthaufen. Boah, ist ja gut. Du brauchst nicht so viel rumquieken, ey. Quiekst du denn so rum? Gewehr vom Tisch, ja, damit erschieße ich dich gleich. Du bist gleich mein Armbrot. Ha. Ah, komm, schieß immer. Okay, benutze Jagd mit Gewehr, ja. Ich hinziehe, warte, bis es einfach so klein wird und dann schießt, ist er auch nüchtern. Es wird sehr schwer sein, irgendwas zu treffen, selbst an einem Bier. Ja, du kannst die Toten nicht an Ort und Stelle ausnehmen, also erhältst du nur wenig Fleisch. Am besten ist es, die Tiere in die Scheune zu bringen, wo Kasimirs Vater ein kleines Schlachthaus hatte. Wenn du ein Tier hier ausweitest, erhältst du viel mehr Fleisch und auch zusätzliche Dinge wie Leder. Einige Tiere sind wirklich schwer, behalte es im Hinterkopf, wenn du auf der Jagd bist. Dein Fahrrad leistet dir dabei gute Dienste. Schieße alle Vögel von den Vogelscheuchen. Okay. Oha, weg sind sie. Uff, weg sind sie. Das war's. Juli 1955. 2 Monate Schnee. Das ist mein Fahrrad. 5 Liter für 2 Jungs, zu viel. Okay, fahre nach Zalesi. Okay, ich soll fahren. Also mit dem Fahrrad. Oha, Alter. Warum ist das alles in der blöden Ego-Perspektive? Ich gibt's auch, okay. Werkzeug an Johann. Hallo Johann. Was geht? Handeln wir. Rauchen wir eine? Hast du Zigaretten dabei? Ich nehme ich nicht. Okay. Handeln wir. Verkaufe deine Werkzeuge. Okay. Dann verkaufe ich die mal. Zack. So. Kaufe Alkohol.
Wir müssen einen Wodka und ein Bier auf Lager haben. Na super. Hallo Sophie. Ich brauche ein Bier. Alala, gib mir ein Bier, ja. Was nehmen wir denn? Ah. Wie viel Geld habe ich überhaupt? Ach, da oben. 125. Okay. Ja, ich brauche nur ein Bier. Zack. Eins reicht. Oh, ich bin gar kein Biertrinker. Geh zurück nach Hause. Okay. Dann muss ich mich wohl ein bisschen betrinken. Wo ist denn mein Zuhause? Ach so, das Pferd. Das Schwein. Das Pferd. Was? Gib Gummi! Lingelingeling. Ich leuchte den Weg. Ich muss den Flug verkaufen. Das Pferd und die Kuh bestimmt auch bald. Okay. Ja, das ist alles nur wieder ein scheiß Alkoholproblem. Mann, Mann, Mann. Kasimir, was machst du denn mit Sachen? Irgendein Tier hat einige Hühner gerissen. Gut, dass Flauschi bei mir ist. Ja, den werde ich bestimmt auch noch erledigen. Oha. Also in ihn fahren ist, glaube ich, keine gute Idee. Wenn ich einmal alles verkaufe, muss der Rest der Hühner weg. Okay, ich kann also auch stolpern. Alles klar. Ich darf nicht in ihn fahren. Habe ich verstanden, okay. Aber Flauschi würde ich nie verkaufen, lieber verhungere ich. Ja, na klar. Das ist gleich das Erste, was du gleich schlachten wirst hier. Manchmal wünscht dich, dieser verdammte Hof will zur Hölle fahren. Okay. Bin so ausgedrückt, gut, dass der Brunnen voll ist. Trink Wasser aus dem Brunnen. Dann mache ich das mal. Muss ich etwas essen? Okay. Aus der Vorratskammer. Wo ist denn die Vorratskammer? Hier. Öffne. Ah. Ein Brot und eine Klappstulle. Sumira. Okay. Leg dich hin, ruh dich aus. Mensch, wie oft schläft der denn, Mensch? 10. September. Der hat einen ganzen Monat jetzt geschlafen. Oha. Oh nein. Feuer, es brennt. Meine Kuh wird verbrennen. Ich muss die Tiere aus dem Stall befreien. Und das, oh, toll. Oh, ich bin besoffen. Was macht er denn? Ich bin besoffen. Hilfe. Oh, die Hühner brennen. Ah, lösch das Feuer. Wie denn? Ein Eimer oder was? Nee, wie mache ich das? Ach hier, Eimer. Benutze. So, fülle den Eimer auf. Spritze, okay. Ah, jetzt bin ich wieder nüchtern. Alles klar. Muss ich schon gleich wieder aufbauen. Zuerst mal aufs Dach, aber da komme ich jetzt auch nicht hin. Kann ich nicht aussteigen.
Freunde, ich komme da nicht hin. Ich kann auch nicht springen. Muss ich da hinten hinspritzen? Geht nicht. Ah. So ein Mist. Oh, Alter. Ey. Ich bin gerade richtig erschrocken, Junge. Ich muss das echt mal ein bisschen leiser machen. Heftig. Ja, wie komme ich da jetzt hin? Toll. Kann ich die nicht nehmen, die Leiter? Wo ist sie hin? Oh, ist umgefallen. Nimm die Leiter. Okay. Ist aber groß, die Leiter. Die Leiter in A. Macht er denn? Ah, so. Okay, nochmal das Ganze. Muss man natürlich erstmal wissen, ja. So, ich habe da irgendwas. Irgendwas soll ich da machen unten. Aber zeigt mir nichts an. Wie ich das machen kann. Links irgend so eine Papierrolle oder sowas. Oh, jetzt hier. Wasser. Tschuk. Danke dir Gott für diesen Regen. Okay. Was macht er denn? Okay, September. Die Zeit vergeht ja ganz schön schnell. Was ist los? Repariere die beschädigten Gebäude. Braucht zuerst mehr Bretter. Ja, wo kriege ich denn Bretter her? Ah, ich glaube hier hinten. Irgendwo waren die. Da sind Bretter. Okay, nimm. Ganz viel nehmen. Zu wenig Platz. Ah, okay, ich bin überbelastet. Das kriegen wir so hin. Döp, döp, döp. Was? Die Kuh und das Pferd sind davon gelaufen. Wölfe oder Bären haben sich wahrscheinlich schon um sie gekümmert. Na toll. Jetzt stehe ich ja gleich mit ohne irgendwas da. Ey, kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, keine Bretter mehr. Zack. Ich hoffe, das reicht jetzt. So, fertig? Nee. Aber was fehlt noch? Ich glaube, wir müssen wieder aufs Dach. Warum kann ich überhaupt nicht springen? Total krass, dass ich nicht springen kann. So, ist hier irgendwas kaputt? Nicht eine Lampe oder sowas? Es ist wieder so dunkel hier. Hier ist nichts. Okay, ich glaube, irgendwas ist am Dach. Also ich muss das hier hinstellen. Nimm die Leiter. So. Zack. Aber vorher muss ich mir immer noch Holz holen. Habe ich hier noch irgendwo Holz? Doch, hier. Ah, ist wiedergekommen. Oh, Dach noch reparieren hier. Ach, 15 Platten will er haben. Okay. Beschädigten Gebäude. Also ich muss die beschädigten Gebäude reparieren. Was ist denn hier noch beschädigt? Das kann ich ruhig hier hinlegen. Öffnen. Das will er jetzt nämlich nicht mehr. Jetzt möchte er, dass ich diese Platten hier nehme.
Na gut, wenn man wirklich ganz alleine ist, niemanden mehr hat, ja. Wer weiß, na gut, ich würde trotzdem nicht trinken. Aber manchmal ist es halt so, viele kennen keinen Ausweg mehr. Und fangen halt an zu trinken, ja. So, wo kriege ich denn jetzt so eine Platten weiter her hier? Wo weiter so eine Platten? Das die? Nee. Kriege ich denn jetzt so eine Platten her? Sind hier Platten drinne? Das ist jetzt ganz doof. Ach hier. Ganz versteckt, ey. Müssen auch noch mehr so eine Platten sein. Hier ist nur Holz. Ah. Ah, hier. Hier drinnen stehen noch welche. Ah, hier sind gut viele gewesen. Hier sind viele gewesen. So. Ah, ich muss angucken. Dann kann er hier aussteigen. Okay. Ehrlich, genug mit der Arbeit für heute. Flauschi, such mir eine Flasche. Der will immer saufen, ey. Der ist ein richtiger Trunkenbold. Was geht jetzt? Kasimir hat den größten Teil seines Besitzes durch das Trinken verloren. Oh. Eine Alkoholsucht. Drücke J, um das Tagebuch zu öffnen. Wo bin ich? Ist das mein Hof? Okay. Besiege deine Alkoholsucht. Für mich ist die Zeit gekommen, wieder die Kontrolle über meinen eigenen Körper zu erlangen. Jetzt ist der Alkohol sein Herrscher, aber damit muss Schluss sein. Ich weiß, dass dies ein langer, schwerer Weg sein wird, aber wenn ich mich lang genug von den starken Getränken fernhalte, werde ich erfolgreich sein. Wenn es gar nicht anders geht, kann ich mir immer ein wenig mit einem Bier oder einem wärmen Tee helfen. Einer vernünftigen Menge natürlich. Okay. Hier steht es. Durch Klicken auf kleine Dreiecke können Sie die Aufgabenliste erweitern und zusammenklappen. Okay, hier gibt es aber nichts zum Aufklappen. So, was soll ich jetzt tun? So, besiegt deine Alkoholsucht, ja. Und wo?